Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video gebe ich Ihnen eine Einführung in die Datenmodellierung. Anhand von ein paar Beispielen werden wir zuerst motivieren, warum Datenmodellierung ein interessantes Thema ist, mit dem auch Sie sich beschäftigen sollten. Anschließend werden wir dann ein Verfahren zur Datenmodellierung, nämlich die sogenannten Entity-Relationship-Modelle, kennenlernen. Lassen Sie uns also beginnen. Auch zu diesem Abschnitt gibt es wieder eine Literaturempfehlung, nämlich das Buch Datenmodellierung für Einsteiger von Andreas Gadatsch. Dieses Buch ist auch in der Bibliothek online verfügbar, somit sollte es für Sie leicht ausleihbar sein. Starten wir also mit der Motivation. Warum ist es überhaupt notwendig, sich über Datenmodellierung und später auch über Datenbanken Gedanken zu machen? Dann gehen wir erstmal einen Schritt zurück und überlegen mal, was Datenbanken sind und warum die so wichtig sind. Ja, Unternehmen müssen mit ihren Daten sehr sorgfältig umgehen und dafür sorgen, dass diese konsistent und vollständig sind. Ja, dafür gibt es vielfältige Beispiele. Denken Sie nur an ein ERP-System, in dem zum Beispiel die Konten des Unternehmens geführt werden und alle eingehende und ausgehende Buchungen gebucht werden. Oder denken Sie an Kundendaten, die vielleicht in einem CRM-System liegen. Auch da ist es wichtig, dass diese konsistent und vollständig sind. Ja, unvollständige Kundendaten führen zum Beispiel dazu, dass Sie nicht alle Kunden ansprechen können in einer Marketingkampagne. Inkonsistente Daten führen dazu, dass Sie vielleicht den gleichen Kunden mehrfach ansprechen. Beides ist nicht gewollt. Üblicherweise ist es auch notwendig, dass man irgendwie auf diese Daten zugreifen kann. Man hat häufig diese sogenannten CRUD-Operations, also diese Operationen zum Schreiben, Create, Lesen, Read, Verändern und Löschen von Daten, die dann als Update und Delete bezeichnet werden. Daher kommt eben das Akronym CRUD. Und die Daten müssen nicht nur gepflegt werden und zugreifbar sein, die müssen auch der ganzen Organisation zur Verfügung stehen. Und häufig ist es da auch notwendig, dass diese Daten unterschiedlich aufbereitet werden. Es ist eben ein Unterschied, ob Sie sich eine einzelne Kundenrechnung angucken wollen oder eine Gewinn- und Verlustrechnung für ein ganzes Unternehmen. Ebenso ist es ein Unterschied, ob Sie einen einzelnen Kundenauftrag betrachten oder für ein Quartal oder ein ganzes Jahr ein Reporting über Ihre Vertriebsaktivitäten erstellen wollen. Also das zeigt schon, das sind ähnliche Daten, die aber häufig unterschiedlich aufbereitet oder auch aggregiert werden müssen. Und schlussendlich müssen Sie auch in der Lage sein, über die Daten zu sprechen. Sie müssen also zum Beispiel in einem Software-Einführungsprojekt darüber kommunizieren können, wo bestimmte Daten, die für die neue Software benötigt werden, aktuell liegen und in welchem Format die vorliegen und auch, was die Besonderheiten dieser Daten sind. Bevor wir uns weiter mit Daten und Datenmodellierung beschäftigen, nochmal eine Wiederholung. Das sollte Ihnen geläufig sein. Also zum einen, in Computern werden Daten mit dem Binärsystem repräsentiert. Das heißt, alle verschiedenen Datentypen, die wir gleich nochmal erwähnen werden, werden in einem Computer immer mit Nullen und Einsen dargestellt. Außerdem gibt es unterschiedliche elementare Datentypen. Die wichtigsten habe ich Ihnen hier mal aufgeführt. Dazu gehören zum Beispiel die ganzen Zahlen, auch Integers genannt, die Kommazahlen, auch Real oder Float genannt, Zeichenketten, Wahrheitswerte, häufig True oder False dargestellt und zum Beispiel auch sowas wie ein Datum und eine Uhrzeit. Wenn Ihnen das nicht mehr geläufig ist, sollten Sie das auf jeden Fall noch einmal nachlesen. Schauen wir uns jetzt als nächstes an, wie Daten organisiert werden. Gerade haben wir schon gesehen, dass auf der untersten Ebene Daten als Bits kodiert werden. Diese Bits werden dann jeweils 8 Bits zu einem Byte zusammengefasst und mit einem Byte kann man zum Beispiel ein ASCII-Zeichen kodieren. Heutzutage werden Zeichen üblicherweise nicht mehr ASCII kodiert, sondern es wird der Unicode-Standard verwendet, weil Unicode eben 16 Bit für ein Zeichen verwendet und man deshalb sehr viel mehr Zeichen darstellen kann. Eine Reihe von Bytes werden dann zu einem Datenelement zusammengefügt, zum Beispiel zu dem Namen John Stewart. Und aus mehreren Datenelementen besteht ein Datensatz. Ein Datensatz ist zum Beispiel die Informationen, welcher Kurs John Stewart in welchem Semester belegt hat und mit welcher Note.
eine Menge von Datensätzen bezeichnet man als Datei. Und als Datenbank bezeichnet man eben mehrere Dateien, die zusammengefügt sind. Ja. Also in diesem Beispiel haben wir eine Datenbank, die besteht aus der Kursdatei, einer Adressdatei und einer Finanzdatei. Und wir sehen hier eben einen Ausschnitt aus dieser Kursdatei. Hier sind die Definitionen der drei obersten Ebenen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, nochmal dargestellt. Also ein Datensatz ist eine Gruppe von inhaltlich zusammenhängenden Datenelementen. Eine Datei ist eine Zusammenfassung logisch zusammengehörender gleichartiger Datensätze. Und eine Datenbank ist eine Gruppe von Dateien, zwischen denen logische Abhängigkeiten bestehen. Wenn wir uns gleich um die Datenmodellierung kümmern, werden wir insbesondere einen Blick darauf werfen, wie man diese logische Abhängigkeiten erkennen und modellieren kann. Wenn ich diese Vorlesung im Vorlesungssaal halte, dann machen wir jetzt eine Übung, bei der wir überlegen, was passiert, wenn man Daten in Listen sammelt und das durch unterschiedliche Personen machen lässt. Ja? Man erkennt dann, dass es bestimmte Inkonsistenzen mit diesen Daten gibt. Da wir das jetzt hier nicht gemeinsam machen können als Übung, habe ich was vorbereitet. Und zwar, da wir das nicht als gemeinsame Übung machen können, habe ich was vorbereitet. Und zwar habe ich mir von der Stadt Aachen und der Stadt Köln zwei öffentlich verfügbare Datensätze geholt. Auf der linken Seite sehen Sie den Datensatz der Stadt Aachen zur Verkehrskontrollen im Monat Dezember. Auf der rechten Seite sehen Sie den entsprechenden Datensatz der Stadt Köln. Ja, und was erkennen Sie da? Zum einen erkennen Sie, dass ich den Datensatz in unterschiedlichen Programmen darstelle. Einmal Numbers, das ist Software auf einem Mac, und einmal Excel. Ja, diese Daten werden in unterschiedlichen Formaten bereitgestellt. Dann sehen Sie auch, dass die Daten ganz unterschiedlich strukturiert sind. Ja, beide Datensätze haben eine Reihe von Überschriften. Ja. Bei dem Datensatz der Stadt Aachen ist das Datum, Messplatz, Fahrtrichtung, Fahrzeuge gesamt und die Geschwindigkeitsübertretungen größer und kleiner 20 km/h. Bei dem Datensatz der Stadt Köln ist das auch ein Datum, eine Uhrzeit, ein Kürzel von einem Kennzeichen, die genaue Geschwindigkeit, die Überschreitung, eine Fahrzeugart und ein Standort. Wenn man sich jetzt einen einzelnen Datensatz hier anguckt, dann erkennen Sie, dass die auch ganz unterschiedlich kodiert sind. Bei dem Datensatz der Stadt Köln ist der Standort irgendwie verschlüsselt. Bei dem Datensatz der Stadt Aachen ist hier ein Name, der den Straßennamen darstellt, genannt. Ja, und eine Fahrtrichtung. Daraus kann man dann die Seite der Straße erkennen. In dem Datensatz der Stadt Aachen sind außerdem die Daten irgendwie aggregiert. Ja, wir erkennen hier nur, wie viele Geschwindigkeitsübertretungen es in einem bestimmten Bereich gab, nämlich 45 bis 20 km/h und eine über 20 km/h. Im Gegensatz dazu sehen wir, dass im Datensatz der Stadt Köln jeder Datensatz eine einzelne Geschwindigkeitsübertretung darstellt. Also, es gab hier am 1.12. um eine bestimmte Uhrzeit, die auch irgendwie kodiert ist, jemand mit einem Kennzeichen OE, der 53 gefahren ist und damit eine Überschreitung von 20 km/h wahrscheinlich nach Abzug der Toleranz begangen hat. Ja, und hier sehen Sie schon, was passiert, wenn unterschiedliche Leute Daten erfassen, dann verwenden sie unterschiedliche Programme, es gibt unterschiedliche Datenformate, es werden unterschiedliche Daten erfasst, ja, und die Daten werden häufig unterschiedlich aggregiert. Und wenn wir jetzt versuchen wollten, die Daten irgendwie zusammenzubringen, dann müssten wir uns überlegen, wie wir das tun können. Ja. Wir können zum Beispiel nicht einfach die Daten der Stadt Aachen in das Format der Stadt Köln bringen, weil auf der Seite der Stadt Aachen nur aggregierte Daten vorliegen. Ja. Die Daten der Stadt Köln könnten wir aggregieren und vielleicht irgendwie in das Format der Stadt Aachen überführen, wenn wir noch wissen, wie wir den Standort entschlüsseln können. Und das mal als ein Beispiel, was passiert, wenn unterschiedliche Leute eigentlich die gleichen Daten erfassen und diese unterschiedlich darstellen. Was hier passiert, wenn man also Daten in Dateien verwaltet, nochmal ganz explizit auf einer Folie. Es gibt Datenredundanzen, Dateninkonsistenzen, das werden wir gleich noch sehen.
Es gibt Abhängigkeiten zwischen Daten und Programm, das haben wir gerade gesehen, ja, einmal Excel, einmal ein anderes Programm. Mangelnde Datensicherheit, werden wir auch noch drauf eingehen. Und fehlender Datenaustausch und mangelnde Flexibilität haben Sie in dem Beispiel schon gesehen. Ja? Es war nicht möglich, die Daten der Stadt Aachen in das Format der Daten der Stadt Köln zu übertragen. So, im Folgenden werden wir jetzt auf jeden dieser einzelnen Punkte nochmal detailliert eingehen und fangen wir mal mit der Dateninkonsistenz und Datenredundanz an. Was ist Dateninkonsistenz? Ja? Der Speicherplatz heute eigentlich nichts mehr kostet. Jeder von Ihnen hat x Gigabyte Speicherplatz frei von irgendwelchen Internet-Service-Anbietern, sei das Dropbox, sei das Google, ist es ganz häufig so, dass man eine Mehrfachspeicherung von Daten vornimmt. Ja, das ist eigentlich keine Verschwendung von Speicherplatz, weil Speicherplatz ist eh verfügbar. Das Problem, wenn Sie Daten mehrfach speichern, ist, dass es zu inkonsistenten Änderungen kommt. Ja, das Problem kennen Sie. Wenn Sie mit Dateien arbeiten und zum Beispiel Dateien verteilen, mehrere Personen arbeiten an der gleichen Datei, alle ändern diese Datei und Sie wollen hinterher diese Datei wieder zusammenfügen in konsistenten Stand, dann ist das üblicherweise ein Problem. Wenn man Daten mehrfach speichert, muss man auch wissen, welche Kopien es gibt. Ja? Und dafür gibt es sogar rechtliche Anforderungen. In einem Unternehmen müssen Sie zum Beispiel der Anforderung der DSVGO Genüge tragen. Die enthält zum Beispiel ein Recht auf Löschen der Daten. Damit Sie Daten löschen können, müssen Sie wissen, wo sich diese Daten befinden. In Summe führt so eine inkonsistente Speicherung dann immer zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand. Ja? Und außerdem haben Sie ganz häufig ja, noch irgendwelche Inkonsistenten. Das könnte sowas wie eine syntaktische Inkonsistenz sein. Ja. Einmal wird eben Vorname, Komma, Nachname, einmal wird Nachname, Komma und dann der Vorname abgekürzt geschrieben. Oder wie wir das im Beispiel gesehen haben, einmal wird ein Straßenname für einen Standort verwendet, einmal wird er kodiert. Ja. Außerdem kann es auch zu semantischen Inkonsistenzen kommen. Sie haben eben unterschiedliche Werte. Der gleiche Datensatz wird an zwei Stellen unterschiedlich repräsentiert. Dann ist nicht mehr klar, was ist der korrekte Wert. Ja, von daher ist es eigentlich notwendig, auch wieder mit Blick auf ein Unternehmen, dass man nach Möglichkeit Daten nur einmal speichert. Weitere Probleme, wenn man Daten in Dateien verwalten. Ja, es ist häufig so, dass es eine sehr enge Beziehung zwischen den gespeicherten Daten und der Software gibt, mit der die erstellt wurden. Das heißt, dass eine Datei auch nur mit der Software geändert werden kann, mit der die Daten initial mal gespeichert wurden. Ja. Das haben Sie auch in meinem Beispiel gesehen. Einmal war das Microsoft Excel, einmal ein anderes Tool. Ja, wenn Sie sich jetzt mal überlegen, Sie würden versuchen, eine Excel-Datei mit den Daten in unserem Campus-System abzugleichen, dann ist das sicher nicht einfach möglich. Ja. Man hat also auch das Problem bei der Datenverwaltung in Dateien, dass man keine Trennung zwischen dem verwendeten Programm und den Daten hat. Und auch das ist eine Notwendigkeit, die man hat, wenn man Daten speichert, dass man eine saubere Trennung der Daten von dem Programm hat, das die Daten schlussendlich verwendet. Wenn man das Beispiel jetzt mal ein bisschen weiterspinnt, dann ist das auch so, dass in Dateien gespeicherte Daten den Austausch und die Verknüpfung erschweren. Ja? Das mit dem Austausch haben wir gerade an meinem Beispiel gesehen. Es waren ganz unterschiedliche Formate. Eins war aggregiert, das andere war nicht aggregiert. Auch die Verknüpfung ist häufig schwierig. Stellen Sie sich vor, Sie haben in einer Datei die Informationen darüber, welche Studierenden zu einer Prüfung sich angemeldet haben, in einer anderen Datei, welche Studierenden eine Veranstaltung besucht haben. Es ist nicht mehr einfach, diese Informationen zusammenzubringen. Wenn das beides jetzt Excel-Dateien sind, dann könnte man vielleicht irgendwie mit einem S-Verweis oder so arbeiten, aber das ist alles irgendwie nicht so ideal. Wir werden noch sehen, dass es dazu bessere Lösungen gibt. Außerdem habe ich mit Dateien nicht die Möglichkeit, dass mehrere Personen gleichzeitig auf die Daten zugreifen. Das übliche Problem mit dem Verschicken von Dateien, die alle Leute dann gleichzeitig editieren und man hinterher versucht, das wieder zusammenzubringen. Man erkennt das dann immer daran, dass man so Dateinamen hat wie Final Version 2-CD-4 oder so. Ja, also das ist genau, Leute arbeiten an der gleichen Datei,
Das Programm unterstützt das eigentlich nicht und man behilft sich dann mit redundanten Kopien und irgendwelchen Namen. Gehen wir jetzt mal noch einen Schritt weiter. Überlegen wir uns, was passiert, wenn wir Daten in Dateien halten und diese Daten verteilen. Dann kommen wir an den Punkt, dass verteilte Daten ein Risiko bezüglich der Datensicherheit darstellen und dass diese Verwaltung sehr aufwendig ist. Das hat zur Folge, dass man kaum kontrollieren kann, zum Beispiel wer Zugriff auf die Daten hat und insbesondere auf welche Daten zugegriffen wird. Ja. Es gibt in einem Unternehmen zum Beispiel auch kritische und schützenswerte Daten. Ja. Da muss ich irgendwie sicherstellen, dass nur bestimmte Personen darauf zugreifen können. Ja. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie sind eine Krankenversicherung und haben Krankendaten zum Beispiel auch über prominente Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Diese Daten sollte nicht jeder einsehen können. Und das Thema Datenschutzbestimmungen hatte ich schon mal erwähnt. Sie müssen eben der Datenschutzgesetzgebung Rechnung tragen und vielleicht auch sicherstellen, dass Sie alle Daten löschen, ja, oder einer Person Auskunft darüber geben, welche Daten Sie über diese Person gespeichert haben. Und das ist eigentlich mit der Datenspeicherung in Dateien quasi nicht handelbar, weil Sie diese ganzen Themen nicht kontrollieren können. Ja. Dateien bieten Ihnen dafür einfach keine Funktionalität. Das nächste ist eine kleine Übung. Es geht darum, sich auch jetzt mal einen ersten Schritt in die Datenmodellierung zu tun. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Ja, wir befinden uns jetzt im Jahr 1970 und es gibt noch keinen Computer. Sämtliche Informationen in der Bibliothek der FH Aachen sind aktuell noch auf Karteikarten gespeichert. Wahrscheinlich haben Sie keine Bibliothek mehr gesehen, die die Daten noch auf Karteikarten gespeichert hatte. Ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind, als kleiner Junge in der Stadtbibliothek gab es keinen Computer, sondern die Daten über die Bücher wurden auf Karteikarten verwaltet. Und für diese Übung sollten Sie sich jetzt überlegen, wenn Sie die Daten der Universitätsbibliothek verwalten sollen, welche Informationen benötigen Sie? Welche Daten müssen Sie auf Karteikarten erfassen? Und wie organisieren Sie die Informationen? Welche Karteikästen gibt es? Welche Daten befinden sich auf den einzelnen Karteikarten? Und versuchen Sie dabei, das so zu machen, dass Sie folgende Prozesse unterstützen können. Sie müssen Bücher ausleihen, Sie müssen Bücher vormerken. Sie wollen feststellen, welche Person ein Buch ausgeliehen hat. Sie wollen nach einem Buch recherchieren können, ja, zum Beispiel nach Schlagwort und Autor. Und Sie müssen irgendwann auch Bücher zurückgeben. Halten Sie am besten das Video jetzt kurz an. Und überlegen Sie sich, wie Sie diese Aufgabenstellung lösen. Lassen Sie uns jetzt mal gemeinsam überlegen, wie wir eine Bibliothek 1970 organisieren könnten mit Karteikarten und Karteikästen. Was brauchen wir in unserer Bibliothek? Wir müssen ziemlich sicher die Informationen über Bücher verwalten. Also, wir brauchen eine Reihe von Karteikästen für Bücher. Nur das soll jetzt der Karteikasten der Bücher sein. Und welche Informationen enthält der? Da gibt es jetzt für jedes Buch eine Karteikarte. Und was würden wir darauf sammeln? Sowas wie den Titel, den Autor, die ISBN-Nummer. Und so weiter. Außerdem, was brauchen wir noch? Wir brauchen sicher eine Datei unserer Kunden. Ja? Also eine Karteikasten für die Kunden. Und auch in diesem Karteikasten gibt es verschiedene Karteikarten. Was wird man darauf erfassen? Sowas wie Name, die Anschrift, vielleicht die Telefonnummer. Ja. E-Mail brauchen wir 1970 noch nicht zu erfassen, hat fast noch niemand. Was brauchen wir noch? Wie schaffen wir es, damit dass wir nach Büchern suchen können? Zum Beispiel nach Autor oder nach Titel oder nach Schlagwort. Titel ist einfach. Diese Karteikarten in der Buchkartei sind wahrscheinlich nach Titel geordnet. Also alphabetisch nach Titel, die können wir finden. Aber wie finden wir jetzt zum Beispiel ein Buch, in dem wir etwas über Datenmodellierung lernen können? Das geht nur, indem wir einen zusätzlichen Karteikasten aufbauen. Das ist der Karteikasten der
Schlagworte. Ja? Und darin gibt es jetzt eben Karteikarten, die zu einem Schlagwort die zugehörigen Bücher listen. Ja? Also, hier gibt es zum Beispiel das Schlagwort Datenmodellierung und darunter finden wir eine Liste der Titel, die irgendwas mit diesem Schlagwort zu tun haben. Ja? Also was wir hier haben, ist irgendwie, ich mache das mal jetzt rot und mal das gestrichelt, Karteikarten, die auf andere Karteikarten verweisen. Wie machen wir jetzt denn den Prozess, dass ein Buch von einem Kunden ausgeliehen wird? Auch dafür brauchen wir jetzt wieder einen eigenen Karteikasten, nämlich den Karteikasten der ausgeliehenen Bücher. Ja, und was machen wir da? Wir machen da Folgendes. Wir nehmen die Karteikarte des Kunden und heften dahinter alle Bücher, die er ausgeliehen hat. Und die speichern wir zum Beispiel in dem Karteikasten ausgeliehene Bücher. Ja. So können wir immer nachvollziehen, welche Kunden aktuell Bücher ausgeliehen haben. Und je nachdem, wie wir diesen Kasten hier organisieren, zum Beispiel nach Rückgabedatum, können wir auch rausfinden, welche Kunden denn Bücher überzogen haben. Ja. Sie sehen schon, das ist gar nicht so trivial. Für jeden Prozess, den wir unterstützen wollen, müssen wir irgendwie einen eigenen Karteikasten aufbauen. Wir sehen daran aber schon fast alles das, was wir in Zukunft auch sehen werden. Ja. Wir werden sehen, bei der Datenmodellierung und später bei Datenbanken. Es gibt Datenbanken für einzelne Entitäten, sowas wie zum Beispiel ein Buch oder einen Kunden. Und wir werden sehen, es gibt dann Datenbanken, die Entitäten enthalten, die auf andere Entitäten verweisen. Ja, zum Beispiel die Schlagworte hier verweisen da nach oben. Ja, und wir werden dann sehen, es gibt wieder andere Datenbanken, die Entitäten enthalten, die irgendwie eine Beziehung herstellen von wieder anderen Entitäten. Ja. Also man sieht schon, mit Karteikarten könnte man das abbilden. Das ist allerdings sehr aufwendig. Von daher sind wir froh, dass es mittlerweile Computer gibt und wir das, was wir hier so aufwendig mit Karteikarten machen würden, viel effizienter darstellen können. So viel zur Motivation. Schauen wir uns jetzt das bekannteste Modell zur Datenmodellierung an, nämlich das Entity Relationship Modell. Das Entity Relationship Modell ist schon ein recht altes Modell zur Datenmodellierung. Das wurde in den 1970er Jahren von Chen entwickelt und das ist die Basis dessen, was wir machen werden. Wir werden auch die ein oder andere Erweiterung uns betrachten, aber die Basis wird das Datenmodellierung nach Chen sein. Der Ausgangspunkt der Datenmodellierung nach Chen sind Entitäten. Das ist die Übersetzung von Englisch Entity, also im weitesten Sinne irgendwie Dinge oder Objekte, die wir beschreiben wollen. Jedes dieser Dinge oder Objekte hat verschiedene Attribute, die das Objekt genauer klassifiziert. Und man kann sagen, so eine Entität repräsentiert ein Informationsobjekt. Also hier mal eine Liste von Beispielen für Entitäten, wenn wir wieder uns diese Universitätsbibliothek vornehmen. Da gibt es zum Beispiel Bücher. Ja, da gibt es Studenten, die als Kunden fungieren. Oder Dozenten, die auch Kunden dieser Bibliothek sind. Es gibt sowas wie Schlagworte. Es gibt Fachgebiete. Ja. Diese Bücher stehen physisch in irgendeinem Regal. Auch das ist eine Entität, die man modellieren kann. Wenn man von Entitäten spricht, muss man sich über eine wichtige Unterscheidung im Klaren sein, nämlich die Unterscheidung zwischen den Entitätstypen oder Klassen und den Entitäten oder Instanzen. Was ist eine Klasse oder ein Entitätstyp? Das ist eine Zusammenfassung, eine abstrakte Zusammenfassung von konkreten Objekten, die alle die gleichen Eigenschaften haben. Also zum Beispiel, ein Entitätstyp könnte der Entitätstyp Buch sein. Ja, jedes Buch hat einen Autor, einen Titel, eine ISBN-Nummer und so weiter. Entitäten sind konkrete Instanzen eines Entitätstyps, das heißt, die Attribute haben eine bestimmte Ausprägung. Also, eine konkrete Entität des Entitätstyps Buch könnte zum Beispiel das Buch Wirtschaftsinformatik von Laudon sein. Das hat den Titel Wirtschaftsinformatik, das hat den Autor Laudon und es hat die ISBN-Nummer, die ich nicht auswendig kenne. Ja? Oder das Buch Einstieg in SAP ERP von Weidner, Drumm und Scheuermann.
Und diese Unterscheidung, die ist ganz wichtig, die müssen Sie verstehen. Also es gibt Klassen, abstrakte Objekte mit gleichen Attributen, und es gibt die Instanzen oder Entitäten, die für diese Attribute eine konkrete Ausprägung haben. Im ER-Modell stellt man jetzt die Entitätstypen dar, also die abstrakten Objekte mit ihren Attributen. Wie stellt man im ER-Modell die Entitätstypen dar? Man macht das mit einem Rechteck. Also, hier sehen wir verschiedene Entitätstypen, zum Beispiel ein Buch, ein Student oder ein Dozent. Und wie der Name schon sagt, kümmert sich das Entity Relationship Model nicht nur um Entitäten, sondern auch um Relationships, also um Beziehungen. Was ist so eine Relation oder eine Beziehung? Zum Beispiel ist es eine Relation, dass ein Student ein Buch ausleiht oder ein Dozent empfiehlt ein Buch. Wichtig ist, damit wird nicht irgendwie eine Tätigkeit ausgedrückt, wie zum Beispiel im BPMN-Modell, ja, das Ausleihen eines Buches, sondern es wird die Tatsache ausgedrückt, dass ein Buch ausgeliehen ist oder dass ein Buch empfohlen wurde. Also es wird eine Beziehung zwischen den Entitätstypen, zum Beispiel Dozent und Buch, dargestellt. Oder zwischen den Entitätstypen Student und Buch. Wie modelliert man diese Beziehungen im ER-Modell? Man modelliert die als Raute, ja, als Diamant, in dem der Name der Beziehung dargestellt ist. Also, dieses ER-Modell stellt die beiden Entitätstypen Buch und Student dar und die Beziehung zwischen ihnen leitet aus, also die Relation leitet aus. Oder dieser Ausschnitt eines ER-Modells stellt die beiden Entitätstypen Fachgebiet und Regal dar und die Relation steht in. Also Fachgebiet steht in einem Regal. Wichtig an der Stelle ist zu verstehen, dass diese Relationen keine bevorzugte Leserichtung haben. Ja? Also aus Sicht des ER-Modells ist es genauso richtig zu sagen, das Buch empfiehlt einen Dozenten, wie zu sagen, ein Dozent empfiehlt ein Buch. Die korrekte Interpretation von einem ER-Modell benötigt Domänenwissen. Ja? Das kann eben nur ein Mensch leisten, der sich das anschaut und erkennt, ja, dass ein Buch eben keinen Dozenten empfiehlt, oder höchstens ganz selten, sondern dass es viel häufiger umgekehrt ist, dass ein Dozent ein bestimmtes Buch empfiehlt. Im Folgenden jetzt ein paar Regeln zu der Modellierung von Entitätstypen und Relationen, die Sie verpflichtend einhalten müssen. Eine Relation verbindet immer zwei Entitätstypen. Es ist nicht möglich, Relationen mit anderen Relationen zu verbinden. Es ist auch nicht möglich, Entitätstypen direkt miteinander zu verbinden. Es ist nur möglich, Entitätstypen über Relationen miteinander zu verbinden. Und das sind dann immer genau zwei. Es ist jedoch möglich, wie das hier unten dargestellt ist, dass ein Entitätstyp über mehrere Relationen mit einem anderen Entitätstyp verbunden ist. Also, hier gibt es die beiden Relationen leiht aus und merkt vor. Also ein Student leiht ein Buch aus und ein Student kann auch ein Buch vormerken. Das sind eben zwei Relationen, in denen die beiden Entitätstypen stehen können. Hier nochmal grafisch dargestellt, was alles eben nicht erlaubt ist. Also ich kann keine direkte Beziehung zwischen Entitätstypen herstellen. Ich kann keine Verbindung malen zwischen den Relationen. Ich kann auch nicht so eine Dreierbeziehung darstellen, sondern ich kann genau immer nur zwei Entitätstypen über eine Relation in Beziehung setzen. So, natürlich wird das erst spannend, wenn ich mehrere Entitäten und mehrere Relationen habe. Ja, aus dem Grund jetzt hier mal ein etwas komplexeres ER-Modell, das auch noch sehr einfach ist, aber komplexer als das, was wir bisher gesehen haben. Die Domäne ist wieder die einer Bücherei und man sieht hier jetzt eben schon, dass ich relativ schnell ein komplexes Geflecht entwickelt. Zentral ist hier das Buch. So ein Buch kann von einem Studenten vorgemerkt oder ausgeliehen werden. Ein Dozent kann so ein Buch empfehlen. So ein Buch gehört zu irgendeinem Fachgebiet. Und das Buch steht in einem konkreten Regal und das Fachgebiet steht auch in einem konkreten Regal. Also, wir sehen, durch so ein ER-Modell wird dann ein Netzwerk aufgebaut, das die Entitätstypen und Relationen in Beziehung setzt.
schauen wir uns noch einen Spezialfall der Relation an, nämlich rückbezügliche oder rekursive Relationen. Ja? Wir haben ja gesagt, eine Relation muss immer zwei Entitätstypen in Beziehung setzen. Die Regel hat aber nicht gesagt, dass das unterschiedliche Entitätstypen sein müssen. Das heißt, es ist durchaus möglich, eine Relation mit dem gleichen Entitätstypen zu verbinden. Wenn ich eben sowas sagen will, wie dass ein Buch ein anderes Buch zitiert, dann würde ich das nicht so modellieren, dass ich zwei Entitätstypen Buch habe, das ist falsch, sondern ich habe ein Entitätstyp Buch und eine rückbezügliche Relation und die sagt dann eben aus, dass ein Buch ein anderes Buch zitiert. Genauso ist zum Beispiel die Beziehung von einem Studenten, der ein Tutor von anderen Studenten ist. Ja? Ein Student ist Tutor von anderen Studenten. Auch das ist so eine rückbezügliche Relation. Oder ja, ein Student ist auf Facebook Freund von anderen Studenten. Ja, auch wieder eine rückbezügliche Relation. Also ganz wichtig, wenn ich eine Relation habe, die einen Entitätstyp mit sich selbst in Beziehung stellt, dann modelliere ich das nicht durch zweimal den Entitätstyp, das wäre falsch, sondern durch rückbezügliche Relation. So, und jetzt kommt noch der letzte Punkt. Dann haben wir die Basis des ER-Modells auch gesehen und verstanden. Das sind nämlich die Attribute. Ja, wir haben gesagt, dass ein Entitätstyp etwas repräsentiert, das gemeinsame Merkmale hat. Die werden in dem ER-Modell durch Attribute dargestellt und die Attribute werden als Kreise mit dem Namen des Attributes dargestellt und diese Kreise werden über eine Linie mit dem Entitätstyp verbunden. Jedes Attribut ist immer mit genau einem Entitätstyp verbunden. Also man sieht hier jetzt zum Beispiel den Entitätstyp Kunde, der die Attribute Name, Adresse, Kundennummer oder Geburtsdatum hat. Und hier sehen wir jetzt den Entitätstyp Buch mit seinen Attributen Titel, ISBN, Preis und Autor. Und ganz wichtig, Sie sehen, es gibt zweimal das Attribut Titel, also der Titel eines Kunden und der Titel eines Buchs sind zwei unterschiedliche Attribute, die auch jeweils getrennt modelliert werden und immer nur genau mit einem Entitätstyp in Verbindung stehen. Es ist außerdem möglich, Attribute nicht nur einem Entitätstypen zuzuordnen, sondern man kann damit auch eine Relation genauer kategorisieren oder charakterisieren. Sondern man kann damit auch eine Relation genauer charakterisieren. Ja? Das soll dieses folgende kleine Beispiel zeigen. Es gibt hier jetzt eben einen Entitätstyp Student mit seinen Attributen. Es gibt den Entitätstypen Dozent mit seinen Attributen. Und es gibt jetzt die Relation prüft. Ja? Der Dozent prüft einen Studenten. Und um diese Relation genauer zu charakterisieren, haben wir jetzt hier eben noch die Attribute Datum und Ergebnis. Ja? Zu einem bestimmten Datum mit einer bestimmten Note. Das Beispiel ist jetzt nicht ganz vollständig. Man sollte hier sicher auch jetzt noch ein weiteres Attribut hinzufügen, des Moduls, in dem geprüft wird. Ja, weil es ja durchaus sein kann, dass der gleiche Dozent einen Studenten in verschiedenen Modulen prüft, zu unterschiedlichen Daten und da auch immer unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden. Also, Attribute können nicht nur Entitätstypen, sondern auch den Relationen zugeordnet werden. So viel zur Einführung in das ER-Modell. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.